Die Sendung hieß ja die Kraft der Atome. Die Kraft der Atomkerne. Also das, was in den Atomen drinsteckt. Aber im Grunde, und das sage ich jetzt mal so unter uns, müsste man sich über was ganz anderes unterhalten. Nämlich auf der einen Seite tatsächlich die Kraft der Atome nehmen. Also die Kernkraft. Und auf der anderen Seite mal fragen, was wird eigentlich damit gemacht? Und damit meine ich jetzt nicht wieder diese schöne Geschichte, ach, wir hacken hier die Kerne in zwei, wir machen damit nur Wasser heiß, sondern nee. Was wird damit gemacht mit Kernkraft? Ein schönes deutsches Wort. Das heißt Geld. Und darum geht's. Ich würde gerne mal was darüber erzählen, wie das ist, wenn man also ein physikalisches Ergebnis, nämlich die Kenntnis, dass man offenbar Atomkerne dazu stimulieren kann zu zerfallen, wenn man diese physikalische Kenntnis in Technologie umsetzt, nämlich in Atomkraftwerke, wie das ja so schön heißt, AKWs, obwohl es gar keine Atomkraft ist, sondern Kernkraftwerke, aber wir halten uns mal dran. Und was dann passiert? Heutzutage wird ja über Atomkraftwerke gesprochen. Also das sind Meiler, in denen wird radioaktives Material durch Neutronenbeschuss dazu gezwungen, schneller zu zerfallen. Also möglichst angereichertes Material, was dazu gebracht wird, den radioaktiven Zerfall anzutreiben. Also damit macht man Wasser heiß und so weiter. Das Problem ist gelöst. Und da könnte man jetzt natürlich denken, ja, Menschenskinder, wie viele Generationen von AKWs gibt es denn? Gibt es also verschiedene Generationen? Das Interessante ist aber zum Beispiel, nehmen wir mal ein schönes Beispiel, die USA. Also die Vereinigten Staaten. Die USA haben 1973 zum letzten Mal einen Meiler, also ein Atomkraftwerk, ans Netz gebracht. Das ist das letzte Mal, dass in den Vereinigten Staaten ein neues Atomkraftwerk gebaut worden ist. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, das kostet am Anfang einen Haufen Geld, ne? Kosten, 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 aber irgendwann sind die Dinge abgeschrieben. Irgendwann hat man mit denen so viel Geld verdient, dass also die Kosten aufgewogen sind. Dann heißt es, jetzt ist das Ding eine reine Gelddruckmaschine. Und jetzt kann man eine Zahl ausmachen. In Deutschland gilt 1 Million Euro pro Tag pro abgeschriebenem Kernkraftwerk. Das heißt also, Kernkraftwerke sind, wenn sie denn mal in diese Phase kommen, reine Gelddruckmaschinen. Man kann praktisch die Hand aufhalten, wenn das Ding jeden Tag läuft, macht man jeden Tag, Gott sei Dank großzügig, 100.000 Euro noch für irgendwelche anderen Kosten. Jeden Tag macht man so 900 Kilo Euro, macht man, mit dem man dann was machen kann. Was würde man also erwarten? Man würde erwarten, wenn man zum Beispiel die Zahlen wüsste, ich werde es Ihnen gleich sagen, wenn wir zum Beispiel eine auf Zukunft aufgebaute oder auf eine Zukunftsvision aufgebaute Kernkraftindustrie auf der ganzen Welt hätten, was würden wir erwarten? Möglichst viele neue Reaktoren, weil natürlich die verschiedenen Nationen, die nicht die Energiewende beschlossen haben wie Deutschland, jetzt ja gerade, weil viele andere Nationen natürlich sagen, das ist eine sichere Energiequelle und damit können wir in der Zukunft unsere Energie bereitstellen. Also würde man heutzutage viele Reaktoren erwarten. Zurzeit sind aber nur wenige 10 Reaktoren tatsächlich im Bau von insgesamt grob 450, 460 Reaktoren. Das heißt, es wird kaum gebaut. Und da, wo gebaut wird, zum Beispiel in China und in Russland, da hat man es mit Staaten zu tun, deren demokratische Strukturen zumindest, sagen wir mal, einen gewissen Zweifel zulassen. Kurzum, überall da, wo die Gesellschaften frei entscheiden können, entscheiden sie sich gegen die Kernkraft. Zumindest entscheiden sie sich nicht für einen ständigen Weiterausbau. Selbst in Frankreich werden kaum neue Meiler gebaut. Ich glaube, da ist gerade einer im Bau. Also die Kernkraft hat insgesamt offenbar in der Weltbevölkerung durchaus jetzt nicht so den Stand, den man uns gerne erzählt, dass es nämlich die Technologie sei, die uns zum Beispiel vom Klimawandel, vor dem Klimawandel schützen könnte. Das können wir hier oben noch reinsetzen. Klimawandel. Das wird ja auch immer gerne als Argument genommen für die Kernkraft, weil nämlich angeblich Atomkraftwerke CO2-freie Produzenten von elektrischer Energie sein. Was sie natürlich nicht sind, die müssen ja gebaut werden. Und vor allen Dingen die Leute müssen auch dahin fahren. Also man könnte hier tatsächlich ein bisschen Kritik üben, will ich gar nicht machen. Ich will nur darauf hinweisen, der Anteil der Kernkraft an der gesamten Produktion von elektrischer Energie auf unserem Planeten ist so winzig. Wollte man den tatsächlich zu einem, sagen wir mal, nennenswerten Anteil auf der gesamten Welt machen, müsste man Tausende und Abertausende von Reaktoren bauen.
Also das ganze Argument, nur die Kernkraft kann uns vor dem Klimawandel bewahren, ist natürlich völliger Blödsinn. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Kernkraft, der ist überhaupt nicht herzustellen. Denn niemand auf unserem Planeten will ein paar tausend Atomkraftwerke haben. Und dann wird es natürlich noch schlimmer. Neben diesem Punkt mit dem Geld müssen wir uns natürlich fragen, wenn eine solche physikalische Erkenntnis, die sich dann in Technologie umgesetzt hat und die zum Beispiel hier eben, sagen wir mal, 450 Atomreaktoren auf unserem Planeten gebracht hat, sind diese Reaktoren abfallfrei? Also kommt am Ende vielleicht nichts raus außer Wasserdampf. Gibt ja so Technologien, wo nichts anderes rauskommt hinten als Wasserdampf. Zum Beispiel bei den neuen Brennwertheizungen. Also heute zum Beispiel. Ich weiß, ich schweife jetzt ab, aber nur um Ihnen mal ein Beispiel zu geben aus dem Alltag. Die neuen Gasbrennwertheizungen sind so effizient, dass oben aus dem Kamin, wenn der Schornsteinfeger mal zu Ihnen kommt, können Sie das mal angucken, da kommt nur noch Wasserdampf raus, sonst nichts mehr. Also es gibt offenbar solche Umsetzungsverfahren. Aber Sie wissen natürlich, worauf ich hinaus will. Was kommt bei den AKWs raus? Abfall, also radioaktiver Abfall, hochradioaktiver Abfall sogar. Das heißt, das ist nicht nur einfach so ein Zeug, was ein bisschen so vor sich hin strahlt, sondern das ist richtig unerfreulich. Radioaktiver Abfall. So, und wenn man jetzt mal überlegt, wo dieser radioaktive Abfall hin muss, dann könnte man sich jetzt natürlich mal die Frage stellen, wer ist denn für die Abfallbeseitigung zuständig? Was sagt uns der gesunde Menschenverstand? Der Abfallverursacher. Also wenn zum Beispiel bei Ihnen zu Hause jetzt die Mülltonne überläuft und Sie müssen sich bei Ihrer Kommune irgendwie so einen Zusatzsack kaufen, dann müssen Sie was bezahlen. Weil Sie sind als Müllverursacher zuständig, dass der Müll wegkommt. Wobei Sie ja zu Hause keinen hochradioaktiven Müll verursachen, hoffe ich. Aber es gibt eben Unternehmen, die verursachen das. Also müssten die doch eigentlich auch diejenigen sein, die komplett und ohne jede staatliche Hilfe dafür sorgen müssen, dass dieser hochradioaktive Abfall ordentlich irgendwo verschwindet. Und zwar für immer und alle Zeiten. Denn schließlich sind Sie es ja auch, die über die Jahre, Jahrzehnte, möglicherweise dann, wenn das noch ein bisschen läuft, Jahrhunderte, einfach nur Geld damit gemacht haben. Das ist das große Problem. Ich weiß, das klingt jetzt alles nicht so fürchterlich forschungsgetrieben. Das klingt so mehr nach Politik. Das klingt nach Wirklichkeit. In der Tat. Müssen wir uns Gedanken darüber machen und nicht nur bei der Kernkraft, sondern bei vielen anderen Dingen auch, die aus der Wissenschaft herauskommen, wie wir in Zukunft diesen Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sich in Technologien verwandeln, die dann aber sogar gesellschaftliche Konsequenzen haben, wie wir diesen Transfer gesellschaftspolitisch begleiten. Da werden die Parteien, die werden da gar nicht reichen. Es werden alle gefragt sein, die in einer Gesellschaft wie unserer zum Beispiel irgendwas zu sagen haben. Und das sind letztlich alle, die in diesem Land leben. Also ich kann eigentlich alle nur aufrufen, entweder in Parteien zu gehen, in NGOs zu gehen, aber sich an solchen Diskussionen zu beteiligen und sich nicht vor den Fernsehapparat oder vor den Computer zu setzen und sich zu empören. Das Allerschlimmste ist diese Doppelkinn-Empörung. Wir können was machen. Diesen Fehler, den wir einmal gemacht haben, den müssen wir nicht nochmal machen. Man stelle sich eine Science-Fiction-Welt vor, in der sich Deutschland schon vor 50 oder 60 Jahren entschlossen hätte, lass die anderen Länder ruhig ihre Atomkraftwerke bauen, bei uns in Deutschland, wir versuchen es mit Sonne, Wind und Wasser. Man stelle sich das einmal vor. Eine Vision, die man, nach dieser Energiewende könnte zumindest unsere Zukunft so aussehen. Das finde ich klasse.